Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Ich bin Ihnen öfters begegnet. Und ich freue mich, dass Sie diesen Humor haben, mit Ihrer Krankheit so umzugehen. Und kann mir wirklich nur wünschen, dass der Rest jetzt auch noch in Ordnung kommt. Aber eins will ich vorwegnehmen, damit überhaupt mal unsere Zuschauer wissen, was das für ein Sonderfall ist, dieser Peer Augustinsky. Wir werden ja immer von den Ärzten gewarnt oder in den Zeitungen vorbereitet darauf, wir sollen nicht rauchen, wir sollen Sport treiben, wir sollen ordentlich uns ernähren, wir sollen auf uns achten, damit wir einem Schlaganfall vorbeugen können. Dieser Mann hat das alles getan. Ich kenne ihn, er ist unglaublich sportlich. Der hat, als wir das letzte Mal produziert haben, einen einarmigen Handstand auf dem Stuhl gemacht. Aber nicht mit dem Arm jetzt. Ja, es ist unfassbar und trotzdem hat es ihn erwischt. Das heißt also, diese Krankheit kann tatsächlich aus heiterem Himmel kommen und deswegen sollten wir alle genau zuhören, was er uns heute zu sagen hat. Lieber Peer Augustinsky, erzählen Sie uns am 5. November, was Sie zuallererst gespürt haben. Haben Sie eine Vorahnung gehabt? Nein, überhaupt nicht. Ich war im Auto unterwegs zu einer Hörbuchlesung im Studio. Und das war ein wunderschöner Tag. Ich setzte mich ins Studio, ich fing an zu lesen. Nach ein paar Minuten wurde mir so weich, so angenehm, nicht? Also gar nicht irgendwie negativ beeinflusst durch irgendetwas. Und habe ich gesagt, kann ich eine Pause haben? Worauf man mir antwortet, wollen Sie einen Kaffee, das Übliche? Ich sage, nein. Nur, und habe mich hingestellt, mich ein bisschen gereckt, setzte mich wieder und dann bin ich rechts so leicht umgefallen. Ich sage, ich glaube, ich brauche einen Arzt. Aber ich fühlte mich überhaupt nicht verängstigt und so weiter. Der kam relativ schnell, nach 2 Minuten, der wohnte nebenan. Dann haben die mich nach Geldern, das war die nächstliegende Stadt, in die Klinik gefahren. Dort sagte man uns, nein, Sie sind hier verkehrt, Sie müssen in die Stroke-Klinik. Und die war in Krefeld, die nächstliegende. Also innerhalb einer Stunde bin ich dann dort gewesen. Die Ärzte waren nett, auch die Oberärztin, die neigten sich über mich. Und ich dachte, ach, ist das nett hier, das ist ja alles so schön. Sie sind so freundlich und also es war eigentlich gar nicht schlecht. Tja, und dann ging es irgendwie los, nicht? Was ich dann erfuhr, das war dann wesentlich später, als meine Frau dann am Bett stand. Und das war ein Kapitel für sich. Ja, das ist wirklich ein Kapitel für sich, denn seine Frau war gar nicht da, als er diesen Moment durchleben musste. Sie kam gerade von der Studienreise aus Jordanien zurück. Ja, ja. Wie haben Sie erfahren, dass Ihr Mann so schlecht ging? Ja, ich wollte eigentlich den Abend noch mal, war mit meiner Schwester dort. Also so eine sehr schöne Reise. Und dann hatten wir eigentlich ausgemacht, dass ich noch eine Nacht bei ihr bleibe. Da dachte ich, ach, ich fahre lieber nach Hause in mein eigenes Bett zu meinem Mann. Und dann bin ich auf der Autobahn gewesen, so kurz vor Wiesbaden. Da ging das Telefon. Da sagte mir dann der Herr, dass mein Mann einen Schlaganfall gehabt hat und er möchte mir die Telefonnummer der Ärztin geben. Da bin ich dann auf einen Parkplatz gefahren, den Arzt angerufen. Die Ärztin sagte mir dann, also er hat eine Hirnblutung gehabt. Also Schlaganfall ist der Oberbegriff. 15% aller Schlaganfälle sind Hirnblutungen. Das bedeutet, dass da nicht die Zuleitungen, wie bei den meisten Schlaganfällen, verstopft sind, dadurch ein Sauerstoffmangel im Gehirn entsteht, sondern er läuft, platzt eine Arterie und das Blut läuft direkt aus. Und hat sie mir also gesagt, dass sie versuchen, das Blut zu stoppen und es könnte aber zum Tod führen. Und mit dieser Nachricht bin ich dann die 3 Stunden nach Krefeld gefahren und dann meinen Sohn angerufen, dass der schnell war, schneller da von Köln aus. Und der hat mich dann eingewiesen und tja, dann lag er dann da. Und da sagten die Ärzte damals schon, der Chefarzt sagte mir, also, dass er vielleicht wieder laufen kann, aber mit dem Arm ist es schwierig. Ja. Peer, Sie haben in der ganzen Zeit nie Angst gehabt? Nee, überhaupt nicht. Ich war so umsorgt und ich sag ja schon, die waren so freundlich zu mir. Und in dem Gefühl hast du keine Angst. Überhaupt nicht. Da war meine Frau da, dann war mein Sohn da und da dachte ich nur, du bist hier in den besten Händen. Und als Sie da hingefahren sind, ich meine, was Sie nervlich durchgemacht haben, das müssen wir hart, hier nicht besprechen, hart. Aber das ist schon mit das Härteste, was man durchmachen kann. Dennoch glaubt man am Anfang nicht, irgendwie glaubt man doch, dass es wieder wird. Ja, es wird doch. Ja, natürlich. Ja, denkt also man. Sei mal nicht so negativ. Ich bin negativ. Ich kann zwar nicht gut gehen, aber... Ne? Streiten kann er noch. Ja, wenn ich so am Tisch sitze und wir Besuch haben oder irgendwo unterwegs sind, dann sagen die Leute, der hat doch keinen Schlaganfall, guck mal, der redet doch ganz normal, genauso frech wie früher. Aber weil es Inhalt der Schlaganfall war rechts, dann ist man links gelähmt. Wenn er jetzt umgekehrt wäre, wäre er rechts gelähmt, könnte nicht sprechen. Mhm. Ja?
Weil das Sprachzentrum liegt echt. Aber jetzt muss ich mal sagen, ich habe euch ja bei meinem Kollegen Herrn Kerner gesehen. Und ich finde, es geht Ihnen schon wieder noch besser. Das heißt, die Fortschritte sind jetzt von Tag zu Tag zu sehen. Ja, bei Kerner hatte ich so einen langen Stock, so einen Hirtenstab. Und jetzt habe ich einen normalen Krückstock. Ja, aber kleinen. Die Hitze, die macht mir schon sehr zu schaffen. Also ich glaube, das geht nicht nur mir so. Nicht? Weil, ach, das ist niedlich. Ja, den habe ich geliehen bekommen von meinem Therapeuten. Er sagt, gewöhnen Sie sich das aber nicht an, das Ding will ich weghaben. Ja, sage ich auch. Gibt es denn eventuell eine Vorbelastung in der Familie? Hat mal eine Großmutter? Oder ja, genau das. Meine Großmutter hatte 7 Schlaganfälle und ich war Kind damals. Ich bin bei ihr aufgewachsen und konnte manchmal nicht verstehen, wenn sie morgens runterkam. Ein bisschen runter. Ich sage, Omi, wie süß du? Und hatte schon nichts. Ich sage, ich krieg verrückt, ich krieg natürlich also. Ja, und meine Mutter auch, glaube ich, 3. Und ja, vielleicht kommt es daher, durch die Gene. Jetzt aber, Peer, jetzt mal allen Ernstes. Mensch, Ihnen geht es ja nun wirklich nicht so toll. Nee. Das mit dem Humor, das hat Ihnen der liebe Gott in die Wiege gelegt. Ja, nee, die Wiege war ja damals schon vorbei. Ich meine, es ist ja so, man kann ja nur nicht dauernd zu Hause sitzen und Trübsal blasen. Ich meine, es gibt schon Momente, wo ich morgens aufwache und denke, verdammt, auch wenn es dann noch schlechtes Wetter ist, jetzt guckt ihr das an, jetzt das auch noch. Und dann geht das. Und die Therapien, ich muss dazu sagen, die sind sehr, sehr gut, die ich dort habe. In Köln-Meerheim, ich mache das jetzt ambulant. In der Reha, das sind sehr gute Therapeuten, die gehen bis ans Eingemachte. Also das ist schon sehr, also muss man schon tief durchatmen. Aber nun waren die Sie Schmerzen immer sehr sportlich. Sie waren ja wahnsinnig sportlich. Ja, ja, ich habe Leistungssport getrieben früher. Und deswegen muss ja eigentlich das, was Sie als Therapie jetzt machen, das muss Sie ja anspornen. Ansporn insofern schon, nur eins darf man nicht vergessen. Die linke Seite des Körpers hat verlernt, sich zu bewegen. Die weiß nicht, wie es geht und wird durch das Hirn gesteuert. Nur kommen manchmal Fehlsteuerungen zu Trage. Das heißt, ich will meinen Fuß nach vorne setzen, setze ihn aber seitwärts. Das heißt, ich kann das noch nicht kontrollieren und habe noch kein gutes Gefühl im Bein. Und hier schon mal gar nicht. Aber winken geht, guck. Ja. So. Frau Färber, was sagt man eigentlich zu Ihnen? Sagt man Frau Augustinski oder Frau Färber? Als Schauspielerin sagt man natürlich Frau Färber und sonst Frau Augustinski. Inwieweit hat sich Ihr Leben jetzt verändert? Tja. Ist er grantiger geworden? Im Gegenteil. Nee, das stimmt nicht. Also ich meine, grantig war ich früher schon immer. Ich bin gefragt. Entschuldigung. Nein, also er ist nicht grantiger geworden, auf gar keinen Fall. Er war vorher, bevor es passiert ist, da hat er so eine Zeit gehabt, vielleicht hatte das schon damit zu tun, er war relativ grantig. Aber ich finde, er ist eigentlich lieber geworden. Also irgendwas führt zu ihm Schilder, ich weiß nicht. Man sagt ihm ja nach, er sei ein gewisser Pedant. Ja, das ist er. Als Pedant habe ich ihn auch kennengelernt. Das ist natürlich jetzt schwierig, ich komme mir manchmal vor wie ein Stehaufmännchen. Ja. Kaum, dass ich irgendwo sitze und an der Arbeit, hat er schon wieder was ich machen muss. Ja, das ist klar, ich muss halt jetzt alles machen. Ja. Steh auf, steh ab. Aber natürlich ihn auch fahren. Und dann kommt noch dazu, dass man in Deutschland so sehr schwer an einen Schwerbehindertenausweis rankommt. Überall sieht man die wunderbaren Parkplätze. Wo steht Parkplatz für Schwerbehinderte? Die sind immer leer. Warum? Weil man keine Schwerbehindertenausweise bekommt. Ja, Sie wollen mir jetzt nicht sagen, dass Sie noch keinen gekriegt haben. Nein, unsere Bürokratie achtet schon sehr darauf, dass wir keine kriegen. Ja, ja. Das ist ja nicht zu fassen. Doch wirklich, es ist so. Sie müssen ja, Nachweise erbringen, noch und nöcher. Erst der von der Reha-Klinik, ja. Der Bericht, den bekommen Sie ja ziemlich schnell. Dann muss erst der medizinische Dienst nach Hause kommen, einen Pflegebericht schreiben und erst wenn der kommt, dann geht erst die Bearbeitung los. Beruflich geht es ja wunderbar weiter. Sie haben Ihre ersten Synchronaufnahmen wieder gemacht. Die Sprache funktioniert prima. Ja, 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 ja. Und demnächst wieder irgendein Williams-Film oder ein Asterix? Nee, Asterix nicht. Nee. Auch das war eine Eintagsfliege. Nee, aber Williams ja. Der nächste ist in absehbarer Nähe.